Huch, das ging jetzt aber flott. Bin ich alleine hier oder was? Nee. Okay, dann machen wir uns jetzt erstmal hier einen Arbeitstisch. So, dann machen wir uns da einen Ofen. Und dann brennen wir uns da mal das Leder, hätte ich beinahe gesagt. Dann brennen wir uns hier mal das Rindfleisch und das Hühnchen. Dann haben wir erstmal was zu essen. So, in der Zwischenzeit kann ich ein bisschen was erzählen. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ich erzählen soll. Auf jeden Fall geht es mir gut, das ist die Hauptsache. Ich habe mir was überlegt. Es gibt ja so eine, bei manchen Internetseiten, so also Werbung für irgendwelche Hilfsprojekte oder so. Ne? Da gibt es zum Beispiel eins, wo man halt Geld spenden kann, monatlich so und so viel, dann für irgendeine bestimmte Person, die dann der Pate wird oder ich werde der Pate. Das heißt, da gibt man dann monatlich so, wie viel waren das? 20 € oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht das dann an eine Person, ein Kind der dritten Welt. Und da kann man sich also das Geschlecht aussuchen, man kann sich das Land aussuchen oder man kann das halt demjenigen da, der Organisation überlassen. Aber hört sich ganz, ganz nett an. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Vielleicht könnte sein. Könnte sein. Ich werde euch dann auf jeden Fall da mal drüber unterrichten, wie ich mich dann entschieden habe. So. Ah, den hat er nicht mehr gebrannt. Wieso eigentlich nicht? Habe ich den jetzt zu früh rausgenommen? Na gut, dann machen wir das beim nächsten Mal. Nehmen wir erstmal hier alles mit. Und ach, du Hühnchen. Hallo Hühnchen. Tut mir ja wirklich leid, dass du hier so rumstehst. Da ist auch noch eine Kuh. Was haben wir hier? Dunkel. Dunkel war es. Der Mond schien helle. Ah, super. Das nennt man Terraforming. So. Na Kuh. So, was ist denn das da? Das sieht ja geil aus. Da muss ich gleich mal hinfahren. Ist das künstlich oder natürlich gewachsen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich meine, ganz Minecraft ist künstlich, ne? Wissen wir ja, aber trotzdem. Ey, geh mal so rum. Also wäre ich jetzt behextet, würde ich sagen, das ist irgend so eine Falle. Was ist denn das? Ach, da ist meine Fresse. Das sieht ja aus hier. Hier ist auch noch ein Boot. Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist nicht natürlich. Das ist nicht natürlich. Das ist nicht natürlich. Keinster Weise kommt man da irgendwo drauf. Vielleicht von der Seite. Ja, hier baut einer irgendwas. Hier baut einer irgendwas. Hier ist richtig was. Hier ist ja richtig was los, sag mal. Das müssen wir mal erforschen.
Wahnsinn, was gibt's da drin? Nix. Hier unten, aha. Was ist irgendwas? Steinfabrik hat er hier. Und hier ist ein Vielleicht durfte ich das gar nicht sehen. Also, da fahren wir mal weiter her. Auf jeden Fall eine tolle Sache. So, wo kamen wir denn her? Wir kamen von da. Genau. Das nennen wir mal die mysteriöse Insel oder sowas. Aber die sieht wirklich... Sieht hier wirklich geil aus. Ich weiß nicht, was das werden soll. Aber auf jeden Fall ist das eine tolle Sache hier. Nicht natürlich, sondern künstlich. Und so weit weg. So, da werden wir noch so ein paar Kühe schlachten. Da sind wieder welche. Angeblich, sagte man mir, würden die Schiffe jetzt nicht untergehen, würden die nicht kaputt gehen. So, dann werden wir hier mal also ein bisschen schlachten noch. Dann holen wir uns mal hier unser gegrilltes Steak. Haben wir noch einen hier? Nee. So, da suchen wir noch mal so ein bisschen nach Kühen. Ja, das ist richtig aufregend hier. Hallöchen. So, wer hat das wohl gebaut? Auf jeden Fall eine Steinfabrik. Da ist auch noch was mit Redstone, oder? Oder ist das eine Blume? Da ist Feuer. Das Feuer? Ne, das ist ein Pilz. Also ich finde dieses Biom. Ach, irgendwie klemmt hier meine Leertaste. Halt! Ich will wieder hoch. So, da hat sich einer den Baum hier halb abgesäbelt. Ja, wahrscheinlich genau für dieses Ding. So, da werden wir noch mal ein Stückchen fahren. Halt, und dann
lege ich mich mal. Ich versuche mal so zu rendern, zu lenken, sage ich mal. Aber das geht so natürlich nicht so. Jetzt wollen wir mal schön kleinen Platz zum Schlafen finden hier. Bettchen aufstellen und gute Nacht.